Design Visionär, Design Revolutionär. Luigi Colani hat es geschafft, die Grenzen zwischen Kunst und Design aufzuheben. Er war Künstler, Philosoph, Bildhauer. Er kommt ursprünglich von der Bildhauerei. Später ging er nach Frankreich an die Sorbonne, wo er Aerodynamik studiert hat. Colani hatte sich in seinem Werk der Verbesserung des menschlichen Lebens in allen Bereichen gewidmet. Und so finden wir auch hier in der Ausstellung von natürlich den Original-Handzeichnungen und Skizzen über einen Kindernachttopf der Firma Zulu hin zu einem Do-it-yourself-Bordwagen, den Colani in den 1960er Jahren entwickelt hat, den Colani GT. Und er bezeichnet diese Formsprache oder sein Design als Biodesign, das von der Natur inspiriert ist und auch auf die Natur zurückgreift, um Lösungen für das menschliche Wohlbefinden und Wohlergehen zu entwickeln. Die Ausstellung besteht aus 8 Ausstellungssektionen und diese sind lose angelehnt an das ILM, das künstlerische Manifest von Luigi Colani, welches er 1972 publiziert hat. Luigi Colani war ja auch ein Kind der 1960er, 70er Jahre. Das ist die Zeit der Hippie-Bewegung, wo es aber auch im gesellschaftlichen Bereich viele Revolutionen gab, auch mit der sexuellen Revolution dieser Jahre. Und entsprechend hat er diese Gegenwartstendenzen auch in seinem Manifest ILM aufgegriffen. Das spiegelt sich dementsprechend auch wieder in seinen Objekten, die wir hier in der Ausstellung finden, beispielsweise dann auch in dieser Wohnlandschaft, in der zusammen gelümmelt wird oder auch dann ganz vergnügt zusammen gebadet wird, in den Badebereichen gemeinsam.